Die 26 Jahre, er war normal für mich. Er war nicht schwul. Und jetzt soll er schwul sein? Kann man nicht verstehen. Glücksmomente waren, wenn meine Frau mich angeschaut hat. Es waren einfach ihre Augen. Ihre so faszinierenden Augen. April 2013. Vor 2 Monaten hat Manuela herausgefunden, dass Jörg schwul ist. Von nun an werden wir das Paar ein halbes Jahr lang begleiten. Auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle mit ungewissem Ausgang. Die beiden haben 2 gemeinsame Töchter, Charlene und Jonah. Während der Woche ist Manuela mit den Mädchen allein zu Hause. Jörg macht gerade eine Umschulung. Eine ganz normale Familie, bis Jörg eine ganze Nacht lang wegblieb und Manuela herausfand, dass er eine Affäre hat. Mit einem Mann. Und dann hatte ich Herzrasen und Schweißausbrüche. Ich kann das nicht beschreiben, was in mir vorgegangen ist. Am Zittern. Das Berufsförderungswerk in Hamm. Hier bereitet sich Jörg von montags bis freitags auf seine Prüfung zum Immobilienfachmann vor. Er ist gelernter Konditor, durchläuft nun aus gesundheitlichen Gründen eine Umschulung. Vor 1 Jahr hat er angefangen, im Internet Kontakte mit schwulen Männern zu knüpfen. Im Januar trifft er sich zum ersten Mal mit einem Mann. Anfang Februar folgt die erste gemeinsame Nacht. Und nichts ist mehr, wie es war. Es war ein Vulkanausbruch, es war eine Befreiung. Das hat mein Weltbild so ein bisschen erschüttert in dem Moment. Dass ich eigentlich doch jemand anders bin, als wie ich vorgegeben habe. Tief in seinem Innern fühlt Jörg sich schon lange zu Männern hingezogen. Das wusste ich schon so ungefähr, da war ich 14, 15, wo ich den ersten Gedanken daran verschwendet habe. Meine Eltern mich oftmals gefragt haben, Mensch, sag mal, jeder Junge in deinem Alter hat eine Freundin, warum hast du keine? Dann habe ich mir so immer gedacht, was willst du jetzt eigentlich von dir selbst im Leben? Willst du jetzt schwul sein? Es gab aber keine Situation, wo ich das hätte ausleben können. Warum auch immer. Die hat sich einfach nicht ergeben. Und habe da meine Frau kennengelernt. Und habe mich von der ersten Sekunde an, und das war wie so ein Blackout, total verliebt in sie. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lebst du halt das Leben eines Heteros, ganz einfach. Es hat gepasst mit uns beiden, davon mal ganz abgesehen. Das Eheleben, das Zusammenleben, Freundeskreis, alles. Aber als in dem Moment meine Frau dann irgendwann sagte, ich bin schwanger, das war dann nochmal so ein krasser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, das geht jetzt überhaupt gar nicht mehr. Dieser Gedanke, überhaupt nochmal irgendwann zu sagen, gut, dass du schwanger bist, Manuel, aber ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin schwul. Und das war so ein Punkt gewesen. Nein, da habe ich dann mit mir selbst gebrochen und habe es dann wirklich ins hinterste Schüpplein gepackt und habe gesagt, nein, jetzt geht das gar nicht mehr. Für Jörg sind die Würfel gefallen. Für ein Leben als Ehemann und Vater. 22 Jahre lang sind Jörg und Manuela nun verheiratet. Manuela hat einen 400-Euro-Job in einer Bäckerei. Dort arbeitet sie von 1 Uhr nachts bis morgens um 5:30. Ich bin vor 10 Jahren nachts angefangen, wegen meinen Kindern, weil ich gesagt habe, ich möchte zwar arbeiten, aber tagsüber zu Hause sein. Guckst du mal, wie viel Thunfischsalate wir haben. Es ist nicht für mich nur Geld verdienen. Ich gehe sehr gerne zu meiner Arbeit und bin sehr gerne auch da, weil wir verstehen uns eigentlich alle super. Jörg und Manuela haben vereinbart, erstmal zusammen wohnen zu bleiben. Aus Jörgs Affäre hat sich keine Beziehung entwickelt. Weiterhin holt Manuela ihren Mann jeden Freitag in Hamm ab. Vielleicht bin ich Mitte des Jahres alleine, vielleicht bin ich auch nicht alleine. Vom Gefühl her möchte ich nicht, dass er geht. Wäre es anders gewesen, wenn Jörg sie mit einer Frau betrogen hätte?
wäre auch schlimm gewesen, aber dann hätte ich vielleicht die Chance gehabt, um ihn zu kämpfen. Bei einem Mann ist es halt so, da brauche ich nicht kämpfen, ich habe ihn verloren. Dieses Kopfkino, was man dann auch hat dabei, was macht er? Mit dem trifft er sich. Hallo. Hi, grüß dich. Na, wie geht's? Ich fahre nur, wenn du... Nee, du fährst. Gut. Für die beiden Töchter ist die familiäre Situation schwierig, auch wenn die Eltern versuchen, das Leben so normal wie möglich weitergehen zu lassen. Die 15-jährige Jonah schottet sich oft ab. Das sensible Mädchen ist entwicklungsverzögert und besucht eine Schule für Kinder mit geistiger Behinderung. Als Rückzugsort hat sie eine Kirche für sich entdeckt. Als ich das erste Mal gemacht, habe ich mir erst gar nicht reingetraut. Aber dann bin ich einfach reingegangen. Ich bin hier gerne, weil es hier ruhig ist und weil ich mich hier wohlfühle und über die Sachen gut nachdenken kann hier. Ich denke über meine Familie nach und über den Stress, den wir oftmals hatten. Ihr größter Wunsch? Dass alles wie immer ist, ja. Jörg und Manuela sind nun zu Hause angekommen. Jörg freut sich auf seine Kinder. Charlene besucht die 7. Klasse einer Gesamtschule. Jörg und Manuela haben die Lehrer der Kinder bereits über die familiäre Situation informiert. Andere hat sich verbunkert. Ja, geh ich mal kurz hier rein. Mann. Warst du die Woche über noch mal in der Kirche? Ja. Ich will da mal einmal mitkommen. Ich will mir das auch mal mit anschauen. Ja. Aber werden wir ja sehen. Dann kann er irgendwie mal puzzeln, ne? Ja. Für Jonah ist so viel Normalität wie möglich wichtig. Hast du schon aufgemacht? Ja. Das Familienleben geht weiter. Aber es fühlt sich anders an. Ja, hab ich ja schon mal gesagt. Ja, grün ist. Was grün ist? Ja. Das Schlimmste ist für mich diese Zuneigung, die man miteinander geteilt hat. Das existiert ja von seiner Seite nicht mehr. Ja, das ist ja schon klar. Man nimmt sich mal in den Arm, aber es ist nicht dasselbe. Mit Kartoffelkritik. Und das Mondstriezel ist meins. Manuela fiel nach Jörgs Outing in ein seelisches Loch. Seit Wochen ist sie in therapeutischer Behandlung. Auch für die Mädchen war das Geständnis ihres Vaters ein Schock. Charlene hat mich gefragt, ob der Papa jetzt Männer liebt. Und da habe ich gesagt, ja, Charlene, das ist so. Dein Papa hat sich geoutet, er ist schwul. Und dann ist sie halt in meinen Armen und Beinen zusammengebrochen. Computerfreak. Bist du wütend auf deinen Vater? Wütend? Manchmal. Ja, vielleicht bin ich manchmal wütend. Aber ich bin auch manchmal sehr traurig. Also es ist ganz verschieden. Wütend bin ich vielleicht manchmal doch. Ja. Ich liebe meine Kinder, ich liebe weiterhin meine Frau. Zwar vielleicht nicht mehr, wie wir das uns am Altar vielleicht mal geschworen haben, aber... Für mich wäre das momentan unvorstellbar, zu sagen, ich würde jetzt nach Köln ziehen, nach Hamburg ziehen oder aus was für Gründen auch immer. Das wäre jetzt zur momentanen Situation für mich nicht vereinbar. Solange meine Frau sagt, dass ich hier zu Hause willkommen bin, bleibe ich auch. Ist das so das Lamm von Mutti? Ja. Das ist aber doch voll lange her. Ja, und? Haben Sie gar nicht den Gedanken gehabt, ihn rauszuschmeißen? Nein. Mm-mm. Heute noch nicht. Weil das kann ja auch, versteht mich eh keiner in meinem Umfeld. Es gibt keinen Schalter, den ich umdrehen kann. Ich soll lernen, ihn zu hassen. Ich soll lernen, wütend auf ihn zu sein. Kann ich nicht. Finden Sie, wenn Sie Ihre Frau so sehen? Tut mir so unendlich weh. Und deswegen verkrieche ich mich auch hier. Ich will gar nicht mehr hören, was andere zu mir sagen, wie ich mit meinem Mann umgehen soll. Es bleibt mir überlassen, wie ich was mache. Und ich möchte das auch nicht mehr hören. Letztens hat jemand zu mir gesagt, lass doch einfach sein Handy verschwinden. Nimm es ihnen weg.
Er ist so respektlos dir gegenüber, wenn er da sitzt und mit ihm schreibt. Nimm es ihm weg und gib es ihm nicht mehr wieder. Kündige den Vertrag. Nein, kann ich nicht. Auch wenn es mich verletzt in dem Moment, wenn er da sitzt. Aber ich kann es ihm nicht wegnehmen. Man möchte, dass es aufhört. Man ist so tief in einem Loch drinne und meint, man kommt da nicht mehr raus. Mm-mm. Dass ich meiner Frau so viel Schmerz zugefügt habe durch diese Situation, die ich selbst hervorgerufen habe, das ist manchmal schon herzzerreißend. Der nächste Morgen. Könntest du es dir vorstellen, ihn quasi zu teilen? Ja, kann ich. Ich kann, habe ich ihm auch geschrieben. Ich könnte mir vorstellen, ihn zu teilen, als ihn ganz zu verlieren. Sie hat diesen Gedanken ganz oft schon in den Raum geschmissen und aber das wäre etwas, ich weiß gar nicht, das kann ich nicht vereinbaren. Ich kann ihr nicht etwas, ich bin kein Automat, der in dem Moment funktionieren kann. Kann man nicht 5 Euro reinschmeißen und sagen, ja, okay, wir verbringen jetzt eine Nacht miteinander, schlafen miteinander und erwecke in ihr Hoffnungen und Sehnsüchte, die ich dann nachher nicht mehr in Anführungsstrichen bedienen könnte. 3 Wochen später. Jörg spricht seit 14 Tagen davon, dass er zu einem Mann nach Köln fahren möchte, den er im Internet kennengelernt hat. Ich möchte es eigentlich nicht erfahren. Wenn ich ehrlich bin. Hm. Und ich möchte, das hat auch meine Therapeutin mir geraten, und das werde ich auch so einhalten, ich werde nicht fragen, wie es war, und ich möchte von ihm nichts hören. Probleme mit der Vorstellung, dass ihr Vater einen Mann besuchen fährt, hat auch Charlene. Jörg versucht, sie zu überzeugen. Oder eventuell mal sagen, weißt du was, Charlene? Nächstes Wochenende fahre ich wirklich nach Köln. Weil ich diesmal nach Köln fahren möchte. Ja, dann sage ich dir eins, Papa. Das habe ich der Mama auch schon gesagt. Dann bist du nicht bei meinem Vater. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal zusammensitzen können. Mama mit ihrem Freund oder dann schon neuen Mann. Ich mit meinem Freund. Und wir einfach da sitzen, irgendwann mal. Oder dass Mama irgendwann mal sagt, weißt du was, wenn du jetzt gerade schon in Aachen bist, bist du ja bestimmt nicht alleine. Dann bring ihn mit hoch. Ja, dann hoff aber mal. Dann hoff auf die Jahre, Jörg. Ja. Dann hoff auf die Jahre. Charlene wünscht sich nur eins. Dass Papa auch für uns da ist und auch immer hier bleiben wird. Ich werde immer erreichbar sein. Und dann, wenn wirklich Holland in Not ist, versuchen, dann hier vor Ort zu kommen. 6 Wochen später. Es ist Juni. Jörg und Manuela haben uns am Telefon erzählt, dass sich etwas verändert hat. Dass sie nun eine offene Ehe führen. Mein Mann ist in Köln gewesen, hat da jemanden kennengelernt. Die sind auch intim miteinander geworden, wo ich aber überhaupt keine Probleme mit habe. Ich bin auch nicht eifersüchtig auf den anderen Mann oder sonstiges. Könnt ihr euch das als längerfristiges Lebens- und Ehemodell vorstellen? Ich mir wahrscheinlich ja, mein Mann wahrscheinlich nein. Das Prinzip der offenen Ehe, so wie wir es gelebt haben, einige Wochen, war prickelnd, war schön, das war sich mal wieder selbst erleben. Aber wie gesagt, ich habe dann jemanden kennengelernt. Schwierig im Moment. Jörg hat sich in Matthias verliebt. Auch ihn hat er übers Internet kennengelernt und bereits ein Wochenende bei ihm im Sauerland verbracht. Aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass du nicht so gerne nach Hause gekommen bist. Dass du eher in Brilon geblieben bist, wärst. Halt bei Matthias. Und mir mit jedem Tag mehr das Gefühl gibst, dass ich eigentlich hinten anstehe. Ich momentan bin in so einem gewissen Zwiespalt, dass ich mich so hin und her gerissen fühle zwischen Familie, zwischen Matthias. Dass ich kaum noch ein noch aus noch weiß, was hat mehr Gewicht oder mehr Präsenz. Wie soll es nun weitergehen?
so wie es jetzt ist, dass wir noch eine gewisse Zeit zu Hause miteinander leben, um eine gewisse Stabilität herbeizuführen für Manuela, für die Kinder, dass ich irgendwann mal sagen kann, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich sagen könnte, ich gehe. Am nächsten Morgen. Manuela hat vor einigen Tagen erfahren, dass in gut 3 Monaten eine Wohnung direkt neben ihrer Schwester frei wird. Nun plant sie, mit den Kindern auszuziehen. Weil ich das Alte, was hier ist, hinter mir lassen möchte. Die Erinnerung an ihn hier. Nein, ich fange was Neues an mit den Kindern und das ist meins. Bis dahin wollen Jörg und Manuela weiter unter einem Dach leben. Es ist Mitte Juli. Und wieder ist alles anders. Jörg wohnt nun bei Matthias. Nach seinem letzten Besuch bei seinem Freund hat Manuela verlangt, dass er auszieht. Ich habe das ja schon gemerkt, als er nach Hause gekommen ist. Er war zwar auf dem Balkon, aber er war nicht da. Manuela kann es nicht ertragen, dass Jörg mit seinen Gedanken ständig bei Matthias ist. Nachdem ich ihm das dann gesagt habe, das waren vielleicht 5 Minuten, ich war am ganzen Körper am Zittern und am Weinen und das Erste, was er gemacht hat, ist reingegangen und hat mit Matthias telefoniert. Heute kehrt Jörg zum ersten Mal seit seinem Auszug nach Hause zurück, um ein Wochenende mit den Kindern zu verbringen. Es scheint ihm gut zu gehen. Es ist so, wie ich es mir gewünscht habe, dass die Zukunft so verfährt, dass ich mal eines Tages sagen kann, so wie ich jetzt lebe, lebe ich richtig. Aber es ist für mich noch ein bisschen zu früh gekommen. Mit einem Rausschmiss hatte Jörg zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet. Manuela war sehr aufgebracht, kämpfte mit sich und ihren Gefühlen und daraus schloss ich schon, dass sie einen bewegten Entschluss für sich geschlossen hatte und für mich ein wenig zu schnell, da ich vom Kopf her erst mit dem Kündigen und Auszug aus der Wohnung damit gerechnet hätte, das wäre erst zum 30.09. zustande gekommen. Aber dass es jetzt so schnell kam, war doch sehr überraschend. Nun will Jörg Zeit mit seinen Töchtern verbringen. Ich kann das noch nicht fassen, dass ich jetzt wieder hier in Aalen bin und gleich meinen Töchtern gegenüberstehe. Und vielleicht werden auch die ein oder anderen Tränen von mir noch kommen. Manuela ist nicht zu Hause. Sie will Jörg nicht sehen und verbringt den Tag bei ihrer Schwester. Hast du keinen Schlüssel mehr? Nein. Knapp 2 Wochen hat Jörg seine Kinder nun nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Manuela wollte zwar, dass Jörg geht. Gleichzeitig ist sie aber auch zutiefst verletzt durch seinen Auszug. Der steht auf, nach 5 Minuten, ich sitze da wie ein Häufchen Elend und telefoniert mit Matthias und sagt, hol mich hier ab, ich muss ausziehen. Das zeigt mir doch, wo er hin wollte. Er wollte keine eigene Wohnung. Der größte Wunsch der Kinder, wenn Papa da ist, ein paar Runden Skippo. Von Fremdheit keine Spur. Und doch ist es nicht mehr wie früher, das spüren auch die Mädchen. Ich weiß ganz genau, dass er nie wieder bei uns wohnen wird. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was es eigentlich gibt für mich. Weil ich möchte meinen Papa bei mir haben und ich brauche ihn eigentlich. Aber jetzt ist er weg. Charlene hat Angst, Jörg könnte sie und ihre Schwester mit der Zeit vergessen. Ihr seid meine Töchter, warum soll ich euch vergessen? Weiß ich nicht. Vielleicht bist du ja immer viel zu viel mit deinem Freund beschäftigt. Nee, ihr geht mir den ganzen Tag durch den Kopf. Ihr könnt mir gar nicht aus dem Kopf gehen. Wie soll ich denn da? Das geht gar nicht. Du bist weg. Na und? Trotzdem denke ich an euch. Jonah fasst ihre Meinung zu Jörgs Auszug in einem Wort zusammen. Doof. Der ist nicht bei mir. Ja. Was wäre die Erde?
Für Charlene ist der Austausch mit Freunden sehr wichtig. Meine Freunde verkraften das eigentlich ganz gut. Also die meisten sagen, der Papa ist so geblieben, wie er ist. Also der hat sich nicht verändert, außer dass er Männer liebt. Also die gehen damit eigentlich ganz gut um. Keiner mobbt mich oder so in der Schule, ist alles ganz wie vorher. Am nächsten Tag fährt Jörg zurück in sein neues Zuhause bei Matthias. Die beiden Männer hatten erst zweimal ein Wochenende miteinander verbracht, als Jörg vor knapp zwei Wochen bei Matthias eingezogen ist. Ein bisschen Grünzeug habe ich auch mitgenommen. Nimm mal. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Mit Matthias, das ist was ganz anderes wie zu Hause mit Frau und Kinder. Ich will das jetzt zu Hause auch nicht abwerten, wie wir gelebt haben. Aber mit Matthias ist das schon was ganz anderes. Ob es jetzt der Sex mit ihm ist, ob es das Miteinanderleben hier ist. Ach, das ist das ganze Rundumpaket. Stimmig. Matthias ist Hotelfachmann. Der 33-Jährige arbeitet im Bankettbereich eines Tagungszentrums. Dass Jörg eine Familie hat, ist für ihn kein Problem. Ach, es gibt auch immer wieder auch gespielt. Achso. Wie die Wilden, ja? Und wer hat immer wieder gewonnen? Die Jonah. Nicht du. Nicht ich. Ich habe ihm auch von vornherein gesagt, deine Kinder werden immer bleiben. Ich sage, die können jederzeit, wenn sie dann den Schritt von sich aus wagen oder machen wollen, hierher kommen. Ich sage, die Tür steht immer auf und ich sage, deine Familie soll nicht verloren gehen und die gehört zu dir und soll auch dann uns hier öfter mal besuchen. Boah, Kalorien. Das sind Kalorien. Doch gut gemacht, ne? Ich weiß. Kannst du doch als Laie doch was? Ja, auf jeden Fall kann ich schon. Hast du Verständnis dafür, dass Manuela sich zurzeit noch nicht vorstellen kann, zum Beispiel dich kennenzulernen? Ja, ich sag immer so, es kann ja eigentlich gar nicht so schwierig sein. Ich kann mich natürlich auch nicht in diese Lage reinversetzen. Oder schwierig. Ich kann schon verstehen, dass ihr das noch zu sehr schmerzt. Und dass ein beiderseitiges Kennenlernen im Moment noch nicht drin ist. Aber da muss ich mich überraschen lassen. Es sind bisher 9 Kartonagen. 5 Wochen später die nächste Kehrtwendung. Jörg ist wieder zu Hause. Hals über Kopf ist er vor 3 Tagen bei Matthias ausgezogen. Manuela, Zitrone haben wir nicht mehr hier oben? Keller. Dann gucke ich gleich mal. Kinder waren der größte Grund. Die Entfernung war zu weit für mich. Der Umzug als solches war vielleicht verfrüht, viel zu schnell. Und der Kontakt zu meinen Kindern bahnte sich abzureißen. Dann kommt noch hinzu, die ganze Beziehung als sich selber hat sich nachher nicht mehr so klar angedeutet, wie wir das am Anfang vorgehabt haben. Und da habe ich dann für mich entschieden, die Flucht nach vorne. Die Flucht nach vorne, das war ein Anruf bei Manuela und die Bitte, ihn abzuholen. Eigentlich hatte ich ein bisschen Schadenfreude in mir. Und so habe ich auch reagiert am Telefon. Also so nach dem Motto, hast du mal wieder recht gehabt. Und doch, sie ist zur Stelle und holt ihn ab. Das war dann für mich so ein Signal, dass ich gesagt habe, mein Gott, was muss diese Frau an Größe und noch an Vertrauen in mir haben, dass sie das jetzt noch so macht. Aber trotzdem werden Jörg und Manuela bald getrennte Wege gehen. Manuela wird zum 1. Oktober wie geplant mit den Kindern in ihre neue Wohnung ziehen. Und auch Jörg hat sich gerade die Wohnung einer Bekannten angeschaut, die demnächst ausziehen wird. Die Freude ist groß. Also Küche, Dusche, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Nein, Wohnzimmer, Schlafzimmer in einem. Wie geht denn das? Ein Raum-Apartment. Nur mit Küche und Bad.
Aber ich werde mal dann zusehen, dass ich dann, frage ich mal den Daniel, ob er mir ein großes Bett da reinzimmern kann. Mit einer großen Matratze da oben rein. Und wenn ihr dann mal da seid, könnt ihr beiden dann oben schlafen und ich schlafe auf der Couch. Ja. Wann ziehst du da ein? Das könnte vielleicht schon nächste Woche klappen, übernächste Woche, keine Ahnung. Dann zieh ich auch direkt mit deiner. Ja. Ende September. Heute ist der große Umzugstag. Freunde und Verwandte helfen Jörg und Manuela, die gemeinsame Wohnung zu räumen. Nun zieht jeder in sein eigenes Zuhause. Die meisten Möbel nimmt Manuela mit. Jörgs neue Wohnung ist möbliert. Ich freue mich sehr, weil wir ja Neustadt dann anfangen und auch viele Leute dann, also von unserer Familie und Freunde in der Umgebung sind. Dass so viele Leute in dem Moment wieder an mich denken und mich als Mensch doch noch wahrnehmen und nicht einfach nur sehen, das ist ein schwuler Kerl und den grenzen wir jetzt aus, sondern einfach, dass man in einer Gemeinschaft wieder aufgenommen wird. Es heißt Abschied nehmen. Nicht nur von der Wohnung, sondern auch von 26 Jahren gemeinsamen Lebens. Ich meine Wohnung, du, euer Häuschen. Das wird, Manuela. Jörg trägt letzte Kleinigkeiten in sein neues Zuhause. Hier bin ich jetzt glücklich in meinen eigenen vier Wänden. Ich kann jetzt hier schalten und walten, wie ich es eigentlich schon mit 24 wollte. Und lasse mich von diesem Weg auch erstmal nicht abbringen. Ich bin vielleicht nicht der einfachste Papa der Welt, das wissen meine Kinder. Und können trotz alledem jederzeit kommen, ob Tag, ob Nacht. Auch das Verhältnis zu Manuela soll bestehen bleiben. Wir bleiben trotz alledem Eltern. Wir wollen uns nicht entfremden. Aber er hat für sein Outing auch einen Preis gezahlt. Das Vertrauen meiner Frau im ersten Moment. Wo sie auch mittlerweile noch so ein bisschen mit hadert. Das ist das, was mir manchmal so wehtut. Dass mir meine Frau nicht mehr so vertraut, wie sie es in all den Ehejahren getan hat. Es war hart, es war nervenzerrend, aber ich würde es nochmal machen. 4,5 Kilometer weiter verbringt auch Manuela die ersten Stunden in ihrem eigenen Zuhause. Das ist das, was er mir noch beschert hat durch sein Outing. Ich bin so stark jetzt. Es fühlt sich gut an, weil das meins ist. Und die Vergangenheit hier nicht drinne wohnt, sondern die Zukunft.